Hallo, hallo, hallo. Ich bin gerade so außer in meinem Häuschen. Wie sagt man, wenn man sich so riesig freut? Ich bin gerade so außer dem Häuschen. Aber nicht, weil heute in Deutschland Fasching gefeiert wird, weil das, glaube ich, Rosenmontag in Deutschland, ne? Sondern weil ich einfach mal merke, wie sehr, was ich hier dir auch immer in Anführungsstrichen predige und so gern weitergebe, wie das Universum an unserer Seite ist, wie das Universum uns unsere Bestellungen liefert, wie ich das in den letzten Tagen ja so sehr mal wieder gespürt habe. Und da würde ich dich mal gerne ganz kurz mitnehmen auf diese Reise, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen zerzaust bin vom Wind. Ich war eben noch draußen. Ich habe in den letzten Tagen so, also gefühlt jeden Tag. Heute noch nicht, aber ansonsten wirklich, also heute noch nicht. Jeden Tag Geld auf der Straße gefunden. Wenn du mal so den Glaubenssatz in dir hast, das Geld liegt auf der Straße, du musst dich nur danach bücken. Und wenn du da mal siehst, wie das Universum, ich wundere mich da manchmal, wie vorher jemand hingeht, so irgendwie und legt Geld hin, damit ich es finde. Also, wie das Universum wirklich liefert. Und das war in den letzten Tagen so auffällig, wie ich einfach Geld auf der Straße gefunden habe. Und so hagelt es förmlich Botschaften vom Universum zu den nächsten Schritten. Ich spüre so klar und deutlich, wie ich geführt werde, wie das Leben wohlwollend an meiner Seite ist. Es ist eine neue Firma gerade in der Gründungsphase. So großartige Dinge sind gerade am Entstehen, während andere da draußen von Krise sprechen. Welcher Krise auch immer. Ich mag jetzt gar keine Beispiele nennen, um nicht noch in deinem Kopf etwas zu erwecken, was bis eben noch gar nicht in deinem Mind drin war. Warum erzähle ich dir das hier? Was ich hier immer predige, ist, du selbst entscheidest, wie deine Lebenswirklichkeit ausschaut. Du selbst entscheidest, wie du dein Leben gerne hättest. Du selbst entscheidest, was du denkst, was du glauben willst und was du tust und niemand anderes. Und du tust auch niemandem Gefallen mit, wenn du mit anderen mitleidest, sondern im Gegenteil, diejenigen, wo du sagst oder so die interessante Ansicht hast, wow, das bringe ich jetzt so als Beispiel, ich sag's mal pauschal, wow, das ist ein armer Mensch oder das sind arme Menschen. Wenn du dir erlaubst, in deine wahre Größe zu gehen und alles zu empfangen, was wirklich zu deiner Seelenessenz passt, dann bist du doch auch in der Lage, ganz groß ausgedrückt, die Welt zu retten. Wobei es nicht darum geht, die Welt zu retten. Was ich damit sagen will, dass du wirklich der Beitrag für die Menschen auch sein kannst, denen du eine Hilfestellung geben kannst, denen du weiterhelfen kannst, ja? Und on top, das ist das, was mich gerade hier so rumhüpfen lässt, ist jetzt auch noch eine Einladung zu einem Interview, zu meinem Herzensweg, zu meiner Akademie, zur Firma, die jetzt gerade neu in Gründung ist. Also eine Firma, die neu in Gründung ist und trotzdem schon solche energetischen Auswirkungen hat, dass ich schon zu einem Interview eingeladen wurde, und zwar nicht online, sondern tatsächlich live vor Ort mit anderen spannenden, interessanten Persönlichkeiten. Und das auch noch auf Dubai. Wie grenzgenial. Und ich teile das hier wirklich mal mit dir zu deiner Ermutigung, was hier so täglich passiert, was du auch haben kannst. Zu deiner Ermutigung, wenn du mal ganz genau weißt, wie die universellen Gesetze funktionieren, also nicht nur sagst, ja, ich kenne sie, aber wenn du wirklich mal weißt, weil da gibt es ganz gewisse Schritte, die es nacheinander zu beachten gilt, dann kannst du wirklich so schnell instant manifestieren. Eines meiner Glaubenssätze, kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur gelebten Realität. Es gibt bei den universellen Gesetzen, bei den geistigen Gesetzen, bei dem Manifestieren wirklich ein paar Dinge zu beachten, was, ich will jetzt mal sagen, die meisten nicht wissen. Weil wenn die meisten die genauen Schritte wüssten und würden es umsetzen, dann hätten wir ja schon eine andere Lebenswirklichkeit. Was natürlich auch wichtig ist, dass du Klarheit zu deinem Seelenplan, zu deiner Seelenessenz hast, zu deiner Mission und auch ganz klar weißt, wie du dem Ruf deiner Seele auch folgst, auch deinen Seelenberuf daraus kreierst.
dann öffnen sich so viele Möglichkeiten, auch für dich. Das verändert wirklich, wirklich alles. Und deshalb zu deiner Ermutigung musste ich jetzt hier einfach live gehen, um dich da zu inspirieren, um dich da so ein bisschen zu energetisieren und um dir wirklich mal den Mut hier so weiterzugeben, dass viel, viel mehr möglich ist als das, was du bis eben für möglich hältst. Und du gehörst ja auch zu denjenigen, die ganz viele Talente, Fähigkeiten, Wissen in sich verborgen haben. Du bist eine ganz alte Seele, wo ganz, ganz viel mehr für dich möglich ist. Und du bist auch hier, um deine Botschaft mit der Welt zu teilen. Nur du darfst mal wirklich das alles auspacken, ans Licht bringen. Und wenn du von mir lernen möchtest, wie das funktioniert alles, für dich ganz individuell auf dich abgestimmt, liebend gerne, schreib mir eine PN. Ja, ich will mehr wissen, lass uns reden und dann lasse ich dir alles dazukommen, was es braucht, damit du auch den nächsten Schritt gehen kannst, in die Akademie hüpfst und alles andere machen wir dann gemeinsam. Okay, in diesem Sinne.